Drittes Kapitel. Canovalleis. Das Leben Gachmurets hatte sich jetzt völlig geändert. Er war nun nicht mehr Freelance-Trompeter und Weltenbummler, sondern sesshafter Chef eines Unternehmens. Zuallererst aber noch musste er mit der Helene reden, da ja sein Bruder, der Besitzer des Swingorchesters seines Vaters Gandin, gestorben war, musste ein neuer Leiter gefunden werden. Es wurde also ein befristeter Leihvertrag mit dem Impresario ausgehandelt und auch unterschrieben. Das Trompetenspielen in Jazzclub gab es nicht mehr. Als Direktor und Mitbesitzer wird einem viel Büroarbeit und Papierkram abverlangt. Da wären die Steuererklärungen, die Mehrwertsteuerformulare, die Pensionskassenbeträge, die Lohnzahlungen und die Autorenrechte unter vielem anderen zu nennen. Alles Verwaltungsangelegenheiten, die aber gar nichts mit dem kreativen Schaffen gemein haben. Gachmuret stellte fest, dass er die ganze Zeit im Büro und nicht auf der Bühne verbrachte. Außerdem veränderte sich auch noch das musikalische Umfeld. Ein neuer Stil mit dem Namen Bebop begann den ins Alter gekommene Swing zu verdrängen. Aber woher die Zeit nehmen, um diese neuen Harmonien und Modulationen zu lernen? Und wo kann man Musiker finden, die des Bebops mächtig sind? Klarerweise sollte man so schnell wie möglich Platten mit dieser Musik herausbringen. Und als ob dies nicht schon genug wäre, eine neue Welle der Subkultur aus den Vorstädten gewinnt mit jedem Tag immer mehr Adepten. Obwohl diese neue Mode nun gar nicht nach dem Geschmacke Gachmurets war, so musste man sich doch dem Diktat des Marktes beugen, falls man im Sinne hatte, zu überleben. Das Ganze komplizierte sich noch mehr mit dem Erscheinen der neuartigen Vinylplatten, welche sich anschickten, die alten Schellackscheiben zu verdrängen. Logischerweise musste die Produktionskette umgestellt werden. So viele Änderungen in so kurzer Zeit waren einfach zu viel für Gachmuret. Er fiel in eine tiefe Depression. Ein Musiker, welchem es nicht vergönnt ist, sich mittels seines Instruments zu äußern, ist ein Schatten seiner selbst. Herr Seruide befand sich in Erwartung. Zur gleichen Zeit bemerkte sie, dass Gachmuret etwas fehlte, das sie ihm nicht geben konnte. Um sich darüber klar zu werden, beschloss sie, eine Psychologin aufzusuchen. Diese aber bemerkte sofort, dass Herr Seruide Angst hatte, Gachmuret zu verlieren, wie dies ja schon der schwarzen Frau passiert war. Eine Lösung könnte darin bestehen, Gachmuret einige Freiheiten zu gewähren, anstelle des Versuches, ihn festhalten zu wollen. Ein Vogel würde sich nie daran gewöhnen, in einem Käfig zu leben, auch wenn dieser aus reinem Gold bestände. Ein Musiker braucht seine Freiheit, um kreativ zu sein.
Um also den Vater des zu erwartenden Kindes nicht zu verlieren, willigte Herr Zeloide ein, dass Gachmuret von Zeit zu Zeit auf Reisen gehen konnte, um seine geliebte Musik in Jazzclubs zu spielen. Von diesem Moment an war es wieder möglich, diese unvergleichliche Trompete zu hören. Sein Lieblingsstück war Blues für, ohne jedoch einen Namen zu nennen. Wer war damit gemeint? Herr Zeloide? Bella Kana? Anfliese? Oder gar eine weitere Unbekannte? Alles ging gut, bis Gachmuret eines Tages nicht mehr von der Reise zurückkehrte. An seiner Stelle kam Tampanis, sein Lieblingsschlagzeuger. Seine Botschaft war niederschmetternd. Gachmuret ging immer aufs Ganze, in jeder Beziehung, nicht nur in der Musik. Aufgrund dieser unbändigen und unkontrollierten Suche verstarb er vor einigen Tagen an einer Überdosis Heroin.